Ich kann mich noch erinnern, dass wir Kinder, also meine Schwester und ich, dass wir immer ihr Zimmer durchsuchten nach möglichen Geschenken, weil wir keine Geschenke gekriegt hatten von der Mache. Bank Austria Kunstforum. Die Podcast-Reihe des erfolgreichsten Ausstellungshaus Österreich. Präsentiert von Manfred Horak. Mit dem unkonventionellen Komödienschocker High Alarm am Müggelsee legt das Duo Infernale Leander Hausmann und Sven Regener einen hochklassigen Kinofilm vor, der weder mit Nonsens noch mit Intelligenz spart. Die Promotour in Wien führte Leander Hausmann auch ins Bank Austria Kunstforum Wien zur Ausstellung Meret Oppenheim. Der Grund des Ausstellungsbesuchs lag auf der Hand, da Leander Hausmann der Neffe der Surrealistin ist. Dort sprachen wir nicht nur über die künstlerische Tätigkeit von Leander Hausmann, sondern natürlich auch über seine Erinnerungen an Tante Meret. Frei nach dem Motto, gib mir irgendwas in die Hand und ich gehe damit los. Und somit gleich mal Ton ab für Leander Hausmann. Mögelfilm. Der war gut, glaube ich. Ja, den nehmen wir. Den letzten. Wenn wir in diesem Gespräch eine Beziehung zu Meret Oppenheim konstruieren wollen, dann wäre der Ansatz der, dass ich ähnlich wie Sie sehr flatterhaft bin, ähnlich wie Sie es war. Also mein Lebensweg ist ja nicht so Filmhochschule Regisseur, sondern mein Weg ist schon sehr umständlich. Also erstmal Drucker gelernt, ja. Also ich hatte schon immer eine große Affinität zu bedrucktem Papier, ja, ob es nur mit Buchstaben ist oder mit Zeichnungen. Dass es mich der Beruf enttäuscht hat, ist jetzt eine andere Frage, aber die Maschinen, die Bewegungen, ja, also Druckmaschinen sehen ja aus wie praktisch das, wie ein Werk von Tangali. Und dann Armee, ja, und bei der Armee habe ich irrsinnig viel gezeichnet, diese Zeichnungen gibt es auch noch. Und dann wollte ich ja immer Maler werden, daher auch der Brief und die Frage an Meret Oppenheim, wie findest du meine Zeichnung? Das war ein Selbstporträt natürlich. Und dann hat sie so ein bisschen umständlich geantwortet. Ich glaube, sie war überfordert, auch mit dem naturalistischen Willen, der in dieser Zeichnung drin steckte. Und natürlich auch der Eitelkeit, die da sichtbar wurde, hat sie dann einfach nur gesagt, Leander, ich finde das alles wunderbar, aber stelle nicht zu früh aus. Das ist so eine ganz typische Wengersche Bemerkung, ja, die ist irgendwie sehr lustig. Und ich habe damit auch immer sehr, sehr viel Erfolg, weil da wahnsinnig viel Interpretation drin stecken. Ja, es kann heißen, also wer zu früh ausstellt, der wird versaut für sein Leben. Es kann aber auch heißen, bitte überleg dir das alles nochmal. Es kann wahnsinnig viel heißen, ja, so wie auch ihr Werk. Und dann bin ich ja erstmal Schauspieler geworden, wie mein Vater, dann Intendant und dann eigentlich erst durch den Zufall Filmregisseur, wobei ich sagen muss, dass das Medium praktisch der Aufzeichnung und des Bildlichen, sozusagen der Gestaltungsradius jetzt so groß ist, dass er vielleicht mir am meisten entspricht. Grausam ist der Haifisch und herrlich ist Hawaii. Ohne Green Card kann man mächtig Steuern sparen. Und sich ein Hausboot kaufen, das groß genug ist für zwei. Und einmal damit um die halbe Welt fahren. Einsam ist der Jäger, niedlich ist das Reh. Wo die Sonne lange scheint, schmilzt irgendwann der Schnee. Und was du gesagt hast, tut nicht mehr weh. Wenn ich in Friedrichshagen am Ufer vom Müggelsee stehe. Die DDR, ein Arbeiter- und Bauernstaat. Dort leben meine Großmutter, die das Lieblingskind von Wengers war, also jedenfalls kann man das nachlesen. Immer auch das Sorgenkind, ja, immer das Unordentliche, das Romantische, das auch sehr verschiedene Richtungen sich ausprobieren, aber nie wirklich zu einem Endergebnis kommen, sehr schön. Dann eben auch so mit 20 die Frau von Hermann Hesse werden, der erste Geliebte, und unter den Augen des alten Wengers, wie gesagt, des Taschenmesserfabrikanten und der herzensguten Lisa Wenger, meiner Urgroßmutter. Und dann heim ins Reich, also diese etwas unselige, aber auch wieder von großer Naivität getragene nationalsozialistische Tendenz, aufgrund dessen ja meine Großeltern
ich weiß gar nicht, offiziell ausgezahlt, vielleicht auch teilweise enterbt wurden. Ein Konflikt, der unausgesprochen auch bis heute gärt, der sich in Briefen äußert, auch mein Großvater, der dann an Meret auch ja mehr oder weniger Entschuldigungsbriefe oder Rechtfertigungsbriefe gesendet hat. Das hat auch was mit dem jüdischen Anteil dann, den Angeheirateten in der Familie zu tun. Da lebten also meine Großeltern inmitten einer riesigen Bibliothek und dem übrig gebliebenen Versatzstücken von Glanz und Herrlichkeit der Schweizer Tage. Da war nicht mehr viel übrig, außer ein paar Hesse-Devotionalien, die dann aber auch vom Surkamp Verlag, wenn man so will, naja, also erschlichen wurden, könnte man sagen. Meine Großmutter war sehr offen. Man brauchte nur reinkommen und sie umarmen, Küsschen hier, Küsschen da, dann war man schon um ein Aquarell reicher. Ja, also sie war sozusagen sehr einladend und hat einen großen Drang, geliebt zu werden. Auf der anderen Seite eben die Schweizer Geschichte, also das sozusagen die Merit Oppenheim uns auch besuchen kam, da in diesem kleinen Vorort in Berlin. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir Kinder, also meine Schwester und ich, dass wir immer, das machten wir mit jedem Westbesuch, aber eben hier ist es mir entsprechend in Erinnerung, dass wir ihr Zimmer durchsuchten nach möglichen Geschenken, weil wir keine Geschenke gekriegt hatten von der Merit. Und da fanden wir Spritzbesteck. Und für mich war sofort klar, meine Tante, Künstlerin, heroinabhängig, wie eben alle Künstler und Jugendlichen im Westen. Das, wie wir später erfahren haben, dass sie dann schwer zuckerkrank war und ihr Insulinspritzbesteck war, ist eine Pointe, aber letzten Endes, dass in dieser Enge der DDR war immer etwas Großes, da war immer Welt, ja, da waren immer große Geschichten. Wir lebten ja auch teilweise in dieser Welt, dieser Bilder und der Bücher und auch unsere Urgroßmutter, die Lisa Wenger, die ja, von der ja, wie man hier auch in der Ausstellung sehen kann, sehr viel von dem Talent abgefärbt ist, auch inspirierend. Die war ja auch, also die Kinderbücher der Lisa Wenger, zum Beispiel der Jörgeli Bigger-Birli-Schüttle, das sind ja auch surreale Geschichten. Da können die, also diese Gliederpuppen und so weiter, kann man in 2, 3 Ölbildern kann man das von ihr ganz, ganz schön sehen. Ja, aber auch auf mich eben. Ich habe auch sehr früh angefangen, so kleine Bildchen zu malen, sehr akkurat und so. Also wenn ich irgendwo genau war, dann war es immer so im Schriftlichen, im Zeichnerischen, auch im Formulieren, schon als Kind. Das hat natürlich meine Umwelt auch gereizt. Ja. Also wenn man was hasste, damals waren es Kinder, die sich gut formulieren können. Das hielt man für arrogant und für altklug und ich weiß nicht was. Also in diesen Widersprüchen ist man aufgewachsen, aber ich war mal extrem stolz. Dann kamen ja dann die 70er, in denen ich dann zur Lehre ging und Drucker lernte. Und auf dieser Druckerschule, da kamen ja nur Leute einem entgegen, die praktisch gar nicht Drucker werden wollten. Also für die war Drucker immer irgendwas an Weg zu was anderem. Maler, Schriftsteller. Das war in der DDR, das war immerhin die Schule des neuen Deutschlands, also das Zentralorgan der SED. Und dort, gerade da, unter diesem Dach, traf sich sozusagen die Elite der Opposition und der künstlerischen Freigeister. Und da war natürlich für mich immer ein guter Schlüssel zu den intellektuellen Weibern, wenn man so will, war Hesse und Oppenheim. Ja, also damit habe ich dann auch schon ziemlich, mit diesem Fund habe ich sehr, sehr gewuchert. War das jetzt irgendeine Antwort auf irgendeine Frage? Gib mir irgendwas in die Hand und ich gehe damit los. Merit war immer auch mit anderen Leuten zusammen und immer im Austausch, immer in der Kommunikation. Und das ist, da kann ich mich gut reinklinken in diese Vorstellung, unter den Surrealisten Freunde zu haben und zu sagen, na und ihr da draußen habt mit uns überhaupt nichts zu tun, aber wenn ihr uns sehen wollt, dann kommt her und guckt euch das an, aber wir werden uns nicht anwanzen, damit ihr lacht. So, das ist ja das Prinzip dieser Komödie. Das ist eine Komödie, musikalisch würde man sie als Blues bezeichnen. Ja, normalerweise sind Komödien ja so, ich sag mal Rock'n'Roll, aber der Blues ist ja eher traurig, ja, und dieser Grundton, dieser Rhythmus, der ist vollkommen antikommunistisch oder antikomödiantisch. Und das ist das, was mir Spaß macht. Das ist eher so ein Zurückgehen zu Stan und Olli, die sich ihre Gags ja so ersitzen. Und so. Eher, wenn du im Musikalischen vergleichst, ist eher die Desolation Row von Dylan. Wenn noch eher. Ja, ja, das, wo man auch lachen kann. Genau, also das letzte so Lied. Ja, ja, klar. Weil Desolation Row zum Beispiel von Dylan ist auch, das ist, das,
Also ich bin ja, also praktisch, ich habe ja teilweise, höre ich ja gar nichts anderes mehr als Dylan. Das ist also praktisch nur noch, alles andere langweilt mich. Das ist ja wie, Dylan ist ja für mich so, als ob ich in die Kirche gehe, zu meditieren, ja. Und ein bisschen, ja, das hängt irgendwie alles zusammen. Und was der High Alarm, was den High Alarm betrifft, um zu kommunizieren mit den Kamera, mit der Kamerafrau, mit dem Co-Regisseur, habe ich fast jedes Bild, also jede Einstellung gezeichnet vorher, dass wir uns auf eine Einstellung haben einigen können. Und ich habe ja nie wirklich, eben auch nie zeichnen gelernt, also damit meine ich Perspektiven, Techniken, solche Sachen, sondern habe immer, ebenso wie es Mundharmonika-Spielen auch, einfach immer drauf losgezeichnet oder gespielt. Und dadurch entsteht auch durch diesen Autodidaktismus, ja, entsteht ja auch ein ganz etwas ganz Persönliches. Da ist niemand wirklich drin, außer das, was man sieht, ja. Ob das Filme sind oder Bücher, die man liest, oder Bilder oder Musik, die man hört. Und das ist auch, die war doch auch, war die überhaupt, irgendwo war sie mal auf einer Akademie, aber nicht lange, ne? Also das ist schon interessant. Sie ist ja auch, also jetzt auch, wenn ich meine kleine Tochter, also die Kunigunde, betrachte, wie sie so hinter jedes Wort auch ein Bild malt und so, ja, also diese Verbindung, die immer wieder, wie sich das fortsetzt, sozusagen mit so einer Familientradition. Warum soll das nur bei Tischlern oder bei Schuhmachern oder so sein? Nur weil sie Künstler sind, muss ihre Tochter noch lange keine Künstlerin sein. Doch, also das ist eine ganz gute Voraussetzung dafür. Ich weiß nicht, ob man sich wirklich mit dem Werk von Merit Oppenheim beschäftigen muss. Also ich glaube, das sieht man, das guckt man sich an, daran erfreut man sich. Es ist ja wahnsinnig nah dran in Mannheim, obwohl es irgendwie so sphärisch daher flirrt irgendwie, ja, entzieht es sich auch jeder Deutung und jeder Deutungsversuch, also bei jedem Deutungsversuch muss man sich selber ja irgendwie auch lächerlich vorkommen. Das ist so, also bei den Surrealisten, da kommt sie nun mal her und die haben sie entdeckt und damals als wohl mit jüngstes Mitglied, wenn man so will. Ich sage nur, das Mathematikheft, das ist ja für mich das Allergrößte, also ein Kind sowas hinkriegt, muss ja für die Surrealisten vollkommen, die muss ja aus den Schuhen gehauen haben. X mal Möhre gleich Hase, oder ich weiß nicht, also die Rechnung, die sie aus Protest gegen den Mathematikunterricht, und noch heute habe ich diesen unglaublichen Kampf mit diesem Mathematikunterricht mit meinen Kindern. Ja, ich sage immer, warum müsst ihr immer die Schwächen der Kinder fördern? Ja, ihr müsst doch sehen, seid froh, wenn sie 1+1 sagen kann. Ja, es wird nicht weiter. Aber hier, guck mal, wie schön die zeichnet. Warum kann man das nicht fördern? Warum wird das immer als Schwäche angesehen, wenn man nicht Mathematik kann? Also warum wird nicht als Stärke angesehen, dass man zeichnen kann? Ja, so. Aber das ist interessant, dass das ein jahrhundertelanger Kampf ist. Und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, dass die Merit Oppenheim so ein bisschen ein Produkt praktisch aus diesen Schweizer Messerfabrikanten, ja, dieser wahnsinnig künstlerisch Begabten, die auch erstmal aus Langeweile angefangen hat, überhaupt künstlerisch tätig zu werden, der Lisa Wenger, also gut, sie war Malerin, aber dann überhaupt zu schreiben und sich also sozusagen sich selber praktisch zu illustrieren. Und da sind dann diese zwei Schwestern daraus hervorgegangen. Und daraus wiederum ist dann die Merit entstanden. Und dann ist meine Oma, hat dann meinen Großvater kennengelernt, dann hat sich das wieder geteilt. Und das ist wirklich wie so eine, das ist also, als ob man eine Pusteblume anbläst und die Triebe fliegen überall hin und dann sprießen sie wieder woanders. Und auch bei meinem Sohn, der übrigens der Merit nicht unähnlich sieht, der jetzt also ja, Lieder singt auf der Gitarre und aber auch vollkommen verträumt durch diese Welt stapft. Man denkt, man muss aufpassen, dass er nicht, dass er den Abgrund auch sieht, weil er immer in die Luft guckt, ja, so. Und die Kleine, die achtjährige Kunigunde, die jetzt da in der Schule schon so Schwierigkeiten hat, eben aufgrund ihrer absoluten, ich weiß jetzt nicht, ob es musisch ist, aber auf jeden Fall ihrer großen Fantasie, die natürlich in der Schule als langsam rüberkommt, ja, ist klar. Also wer also 5 Socken zusammenzählen soll im Mathematikunterricht, die an der Leine hängen, dann andere Kinder zählen eben diese Socken und meine Tochter stellt sich ihm vor, was für Füße in diesen Socken wären und malt die eben dann weiter. So. Und das kostet ihm Zeit. Ja, so.
Und das ist interessant, was da so rauskommt. Und natürlich überprüft man bei sich selbst auch immer, was ist da so drin. Ich will ja jetzt nicht auf dem Merit Oppenheim-Zug mitfahren, so, ja, sondern hey, ich bin auch Künstler, weil ich bin der Nachkomme oder ein entfernter, kann man ja sagen, entfernter Verwandter von Merit Oppenheim. Aber es gibt eben doch sehr, sehr viele Berührungspunkte und dazu gehört natürlich auch die in der Familie ständig anwesende Depression. Ja. Und die einen machen eben dann daraus ein trauriges Werk und die anderen machen ein lustiges Werk daraus. Klar, ein großer Hang zur Psychoanalyse. Das Werk ist von der Psychoanalyse extrem beeinflusst. Meins nicht. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, die Sache mal von der Städtemarketing-Seite zu betrachten. Es gibt diese drei Möglichkeiten, die Situation zu nutzen vom Markenbranding her. A, wir machen den High-Alarm. Oder B, wir machen weiter wie bisher. Oder C, wir gehen alle nicht mehr ins Wasser, aber eben positiv dann. Fragen? Was ich nicht verstanden habe. Wenn wir weitermachen wie bisher, was nützt uns das denn? Haie sind im Wasser und Menschen sind an Land. Und nicht ein jeder Jäger trägt gern grün. Haie haben Kiemen, Menschen haben Ohr. Und ich hab dir einmal ewige Liebe geschworen. Drüben ist die Havel, fröhlich ist die Spree. Wenn ein Schiff auf Grund läuft, hat der Captain einen Tee. Und was du gesagt hast, tut nicht mehr weh. Wenn ich in Friedrichshagen am Ufer vom Müggelsee steh. Wenn ich in Friedrichshagen am Ufer vom Müggelsee steh. Thank you and good night.